Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum 7. Spieltag der Drittligasaison 2021-2022. Unser morgiger Gegner ist der SVW in Wiesbaden. Wir dürfen uns auf ein Flutlichtspiel im Ludwigspark freuen. Ausverkauft mit 6.400 Zuschauern. Anstoß um 19 Uhr. Das ist das B-Win-Topspiel morgen, auf das wir uns freuen dürfen. Und dementsprechend, ja, freuen wir uns erneut auf so einen wunderbaren Abend wie letzte Woche Mittwoch. Ich persönlich habe immer noch Gänsehaut. Daher große, große Vorfreude auf morgen. Ich darf bei mir begrüßen zu meiner Linken unseren Cheftrainer Uwe Kojenat und rechts Minas Kurasch. Zunächst vielleicht vorab zur Personalsituation. Zwei, drei Worte. Nicht dabei sind leider unsere Langzeitverletzten Boni Uafero, Steven Zellner, dann Jonas Hupe. Bei Sebastian Bösel reicht es leider auch noch nicht. Sebastian Jakob hat gestern wieder Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht, wird aber morgen noch keine Alternative sein. Dazu wird auch Dennis Erdmann nicht zur Verfügung stehen. Seine Reizung im Knie ist leider noch in so einem Grad, wo es ein Spiel morgen nicht zulässt. Ansonsten ebenfalls nicht mit dabei ist Maurice Deville, der ist auf Länderspielreise. Er wurde gestern Abend auch eingesetzt beim Sieg gegen Aserbaidschan, hat dann am Samstag das nächste Spiel gegen Serbien und nächste Woche Dienstag dann noch ein Freundschaftsspiel gegen Katar und wird dann nächste Woche Mittwoch wieder zu uns stoßen, sodass er dann kommende Woche Samstag wieder eine Alternative für unseren Cheftrainer darstellt beim Spiel gegen Viktoria Köln. Dementsprechend kommen wir aber zur Partie morgen. Dementsprechend auch das erste Statement von dir bitte, Uwe. Was erwartet uns für einen Gegner? Auf was dürfen wir uns vorbereiten? Ja, raus aus der Kontinuität, die Wien Wiesbaden bis zum 6. Spieltag gespielt hat, muss man mit Sicherheit die Partie gegen Magdeburg sehen. In den ersten Spielen ist es Wien Wiesbaden eben gelungen, 11 Punkte zu sammeln mit einer unglaublichen Effektivität, mit einer sehr, sehr hohen defensiven Stabilität und das trotz der Tatsache, dass Wien Wiesbaden tatsächlich zu den Teams gehört, die wirklich auch diese enorme Breite des Kaders maximal ausschöpfen. Da waren schon eine ordentliche Zahl an personellen Wechseln von Partie zu sehen, auch zum Teil taktische Veränderungen, sowohl in der Grundordnung als auch in der Herangehensweise. Was aber immer in den ersten Spieltagen gleich war, ist die Fähigkeit, späte Tore zu erzielen und damit Spiele zu entscheiden. Bis dato hat Wien Wiesbaden noch kein einziges Tor vor der 58. Minute erzielt, hat gegen Havelse und Osnabrück eben späte Siege eingefahren durch Tore in der Nachspielzeit. Ich denke, das sagt grundsätzlich etwas über die Stabilität der Mannschaft aus, über die Fähigkeit, auch Siege einzuwechseln während des Spiels, auf der Basis dieses sehr, sehr starken Kaders entsprechend auch nochmal zu verändern. Und rausgelöst mit Sicherheit ist dann dieses Magdeburger Spiel zu sehen, was natürlich ein sehr, sehr spektakuläres war, ganz anders als die vorhergehenden, hat Wien Wiesbaden dort eben einen 0-2 Rückstand wettgemacht. Und dort hat man ganz klar gesehen, so bei der Durchsicht der 90 Minuten, dass dann eindeutig Wien Wiesbaden drauf und dran war, den Sieg auch zu wollen und zu holen und dann zweimal klassisch ausgekontert wurde. Aber ich denke, die Grundhaltung war auch in diesem Spiel, wir wollen das Spiel auf unsere Seite ziehen, wir wollen Dreier zu Hause gegen eine absolute Spitzenmannschaft ziehen und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Wien Wiesbaden aufgrund der Erfahrung, die sie in der dritten Liga und jüngst ja auch in der zweiten Liga haben, aufgrund ihres Selbstverständnisses eine Top-Mannschaft in dieser Liga zu sein, dass sie ganz sicher hierher fahren, um punkten zu wollen und möglichst lange eben um den Aufstieg mitzuspielen. Ich denke, das ist das Selbstverständnis des Vereins und das kann man auch sehr, sehr gut an der Kaderzusammenstellung ableiten. Insofern wieder holt eben eine absolute Spitzenmannschaft, die zu uns reist und deswegen natürlich auch ein sehr, sehr schwieriger Gegner. Apropos späte Tore, Minos, auch dir ist es gelungen, letzte Woche Sonntag. Wie hast du die englische Woche verkraftet oder wie hat die Mannschaft auch die englische Woche verkraftet? Klar, wir haben eine englische Woche gehabt, wir haben eine sehr schwere Woche gehabt. Im Magdeburg-Spiel, da waren halt noch das Spiel in den Knochen gegen Würzburg, war nicht alles gut von uns. Wir waren trotzdem noch froh, dass wir hier ein 1-1 gemacht haben. Ich selber
kann ich nur sagen, dass das Magdeburg-Spiel, das war einfach ein geiles Spiel. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt mit unseren Fans. Das Ding voll, die Hütte war voll und ich habe unsere Fans noch nie so erlebt und noch nie so angetrieben gefühlt. Und man hat auch richtig Gänsehaut auf dem Spielfeld, dass die uns so getrieben haben, dass wir das Ding noch gedreht haben. Und ja, das gibt halt Körner. Und ja, gegen Würzburg hat halt nicht alles gestimmt. Und in der 90. Minute, wir haben halt immer nach vorne gespielt. Da habe ich mir halt gedacht, komm, ich nehme den Ball und schweiß ihn dann mit meinem rechten Fuß unten links rein. Ja, wir waren überglücklich, dass wir da noch einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten. Und das war auch gut für die Moral. Jetzt gegen Wiesbaden wieder im Haus, also wieder im vollen Ludwigspark. Wir freuen uns drauf, die stehen hinter uns und unser Anspruch muss sein, dass sie auch wieder weiter hinter uns stehen. Gut, dann kommen wir zu euren Fragen. Bitte voran. Herr Kotschinat, Sie hatten in Würzburg zu mir gesagt, dass die Spielvorbereitung durch diese ganze Geschichte Erdmann so ein bisschen eingeschränkt war. Jetzt ist ein Tag vorm Spiel, diese Verhandlungen beim DFB. Hat das Auswirkungen auf den Trainingsalltag? Wie sprechen Sie da mit der Mannschaft? Wie gehen Sie damit um? Also natürlich haben wir im Nachgang die ganze Situation aufgearbeitet zu Beginn der Woche und die auch in der Kabine sauber kommuniziert. Ich glaube, dass im Gegensatz zum Würzburg-Spiel, wo ja auch die Emotionen aus dem Magdeburg-Spiel noch sehr, sehr frisch waren, wir jetzt schon deutlich mehr Ruhe in der Spielvorbereitung haben, weil sehr, sehr klar eben auch kommuniziert wurde, dass Dennis eben heute nicht da ist, aber eben alleine nicht da ist, dass es keine anderen Spieler betrifft, die da in irgendeiner Form ja zeitlich oder auch in Bezug auf Zeugenaussagen irgendwo involviert sind. Und deswegen glaube ich, dass diese Gruppe, die für den Freitag dann in Frage kommt, dass die sich auch in aller Ruhe auf dieses Spiel konzentrieren kann. Mit Sicherheit kann nochmal Einfluss nehmen die Urteilsfindung heute, möglicherweise auch die Nachwirkungen aus einer solchen Verhandlung. Da hat ja keiner eine wirkliche Vorstellung, wie das tatsächlich vonstatten geht und was danach folgt. Aber prinzipiell bis heute würde ich sagen, hat die Gruppe, die für Freitag dann in der Verantwortung steht, schon eine deutlich größere Ruhe und einen besseren Fokus, als das in der vergangenen Woche vor dem Würzburg-Spiel der Fall war. Da wir jetzt den Minus hier haben, wie sehen Sie denn seine Entwicklung? Ist er bereits ein Unterschiedsspieler? Er hat in Havelse das entscheidende Tor gemacht, jetzt den Ausgleich in Würzburg. Wie würden Sie ihn jetzt einsortieren, seinen gegenwärtigen Stand? Dann sind Sie noch sehr, sehr spärlich bei der Aufzählung der wirklich positiven Faktoren. Nein, ich kann nur sagen, dass die Zusammenarbeit mit Minos mehr wirklich in hohem Maße Spaß macht. Erstmal ist es natürlich ein Mensch, auf den du dich jeden Tag freust, weil er hat immer ein Lächeln im Gesicht. Man sollte aber nicht verwechseln, diese Leichtigkeit, die er irgendwo so im privaten Bereich hat, dass die sich auch so komplett auf den Sportplatz transportiert. Nein, Minos zeigt, dass er dort ein sehr, sehr fokussierter Spieler ist. Ein Spieler, der mit Sicherheit noch einiges in seiner Karriere vorhat. Und das merkt man, ist ein sehr neugieriger Spieler, einer, der nicht auf seinem Stand stehen bleiben möchte, sondern der nach vorne möchte. Darüber hinaus finde ich es erstaunlich, dass er auch diese Verantwortung übernimmt, jetzt Spiele wirklich entscheiden zu wollen. Und in ihrer Aufzählung fehlen da ganz, ganz viele Highlights. Also am Ende muss man sagen, dass mit Ausnahme des Dortmund-Spiels es mit Sicherheit sehr intensiv war und wo Minos so diese eine ganz große Chance hatte, er in jedem Spiel einen großen Beitrag geleistet hat. Er hat gegen Osnabrück die frühe rote Karte rausgeholt. Er hat im Heimspiel gegen Duisburg ein Tor erzielt. Insofern muss man wirklich sagen, hat er bis jetzt als Offensivspieler geliefert. Er vergisst darüber hinaus seine Aufgaben nach hinten nicht. Es ist ein toller Mensch, ein toller Junge und deswegen glaube ich, dass er schon auch eine wirklich, wirklich gute Zeit vor sich hat, wenn er weiterhin so fokussiert bleibt, wenn er große Lust hat, an sich zu arbeiten. Aber bisher ist die Saison für ihn wirklich sehr gut gelaufen. Jetzt auch noch eine Frage von mir an Minos. Wenn man dich so sieht, von Spiel zu Spiel, du rennst und rennst und rennst und wir schütteln manchmal den Kopf, wo holst du die Luft her? Das ist unvorstellbar manchmal. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe es, Fußball zu spielen. Ich will immer ein Tor schießen. Ich will auch immer in der Box sein. Ja, der Trainer gibt es auch von draußen her. Der motiviert uns und schreit uns manchmal an, aber es ist auch positiv. Er pusht uns dadurch. Und ja,
wie gesagt, ich will Tore schießen, ich will der Mannschaft helfen, ich will siegen und ja, wir wollen halt oben mit dabei spielen und jo, ich gebe einfach alles. Also im Ehrgeiz begründet. Genau. Und dann eine zweite Frage ist, der Trainer hat eben davon gesprochen, wie in Wiesbaden die Mannschaft der späten Tore. Im Grunde genommen ist es ja bei uns auch ähnlich. Wie stellt ihr euch dann darauf ein? Wie sollen wir uns darauf einstellen? Ich habe jetzt schon mal zweimal gegen Wiesbaden gespielt. Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, auch eine robuste Mannschaft. Ja, wir müssen einfach unsere Stärken ausspielen. Wir müssen vorne knipsen und hinten gut stehen, wie wir das diese Saison gemacht haben. Wir sind hinten stabil und ja, die müssen erstmal ein Tor schießen, um zu gewinnen. Und wir geben alles dafür, wir sind gut drauf, wir haben eine gute Trainingswoche jetzt gehabt, haben uns gut regeneriert. Ja, der Trainer stellt uns jetzt nochmal auf das Spiel ein und dann geht es morgen Vollgas auf die 3 Punkte. Frage an Uwe Koschinat nach dem Spieler. Ich hatte mich am Dienstag mit Rasim Bulic getroffen zum Gespräch über seine Situation. Er hat gesagt, sie hätten ihn sehr gelobt, er wäre relativ nah dran. Er hat ja vergangene Rückrunde am Schluss gespielt. Wie ist denn bei Rasim jetzt der Stand? Wie sehen Sie ihn? Wie nah ist er denn dran? Also prinzipiell ist es erstmal natürlich ein hervorragender Kaderspieler und ein sehr wissbegieriger Junge, der sich nie hängen lässt, der wirklich ein ganz, ganz fester Bestandteil dieser Gruppe ist. Mit Sicherheit ist es so, dass ich natürlich derzeit schon sehr, sehr stark auch auf Erfahrung gesetzt habe in der letzten Reihe. Ich glaube, dass wir prinzipiell eben sehr, sehr viele Veränderungen vornehmen mussten und ich aus der Veränderung heraus dann erstmal froh war, auch eine gewisse Kontinuität auf den Platz bringen zu können in der Defensive. Und das hat sich dann auch bestätigt durch einfach recht kompakte Spiele. Deswegen ist es mit Sicherheit für Rasim derzeit schwer, so in die erste Elf reinzurutschen. Aber er ist immer ein Kandidat, um uns in spezifischen Situationen zu helfen. Und ja, dann wird seine Zeit ganz sicher auch kommen. Auch in der vergangenen Saison musste er sehr, sehr lange warten, um dann fester Bestandteil zumindest der ersten 13, 14 zu werden. Das ist dann manchmal das Schicksal eines jungen Spielers, der in der Defensive spielt, weil in so engen Spielen, in denen du oben mitspielst, eben sehr, sehr häufig auch der Faktor Erfahrung einfach ein ganz, ganz wichtiger ist. Aber ich hätte keine Angst, ihn reinzuschmeißen, weil der Spieler lässt sein Herz auf dem Platz, hat sich darüber hinaus in vielen taktischen Bereichen sehr, sehr verbessert. Es ist für mich positiv, dass er eine Alternative auf 3 unterschiedlichen Positionen ist. Er kann hinten rechts eine Seite schließen, wenn es darum geht, einfach zu verteidigen und stabil zu stehen. Er kann die Innenverteidigerposition vor allen Dingen dann spielen, wenn er gegen körperlich sehr starke Stürmer agieren müsste, weil er da wirklich Kopfballstärke und Körperlichkeit einbringen kann. Und darüber hinaus hat er natürlich auch immer die Möglichkeit, auf der Sechserposition reinzukommen. Es ist unbefriedigend für einen jungen Spieler, permanent anbieten zu müssen und auf seine Chance zu warten. Aber ich hätte keine Angst, wenn ich ihn reinwerfen muss. Ja, es fallen jetzt ja morgen 7 Spieler aus. Das ist ja absehbar. Der eine oder andere kommt nacheinander zurück. Das heißt, wurde jetzt gestern nicht reagiert auf den Transfermarkt. Das heißt, die Gruppe, die jetzt zusammen ist, plus die Zugänge, die kommen, das heißt ja, wenn man jetzt schon so weit oben steht, da kann ja noch was, die Mannschaft wird ja immer stabiler. Das heißt, geht man davon aus, dass das die Stabilität sich dann auch in Punkten und in den Tabellen niederschlägt, wenn die Gruppe nachher Ende September vielleicht komplett zusammen ist. Es war ja immer wieder ein paar Ausfälle, aber dann wird ja, das wird ja personell immer besser. Also prinzipiell haben Sie natürlich recht. So der Termin, letzter Augusttag, ist natürlich immer so ein ominöser. Ich habe ja zu Beginn, als ich nach den Zielen gefragt wurde, auch mal formuliert, dass es sich eigentlich erst so richtig, richtig klar formulieren lässt, wenn zum einen mal Mannschaften mal über einen Zeitraum begleitet hat. Das sind jetzt 6 Spieltage. Und darüber hinaus natürlich auch Transfers sich zumindest dann reduzieren auf Spieler, die eben aktuell noch vertragslos sind. Und da sieht man ja auch, in der dritten Liga hat sich zum Ende noch einiges getan. Jetzt lassen sich die Kader deutlich besser beurteilen und man kann auf der Basis der ersten Spiele auch schon ungefähr sagen, wer ist richtig gut aus den Startlöchern gekommen, wer ist vielleicht bisher eher unter den Erwartungen geblieben und warum. Und ja, da ist es mit Sicherheit so, dass sich bei uns die Gruppe gefunden hat. Wir merken natürlich jetzt, dass wir Veränderungen in die Wege leiten müssen. Ich glaube auch, dass uns die verletzten Spieler sehr wehtun, weil wir natürlich mit zumindest Teilen dieser Jungs gerechnet haben. Und man sollte jetzt auch nicht zu euphorisch sein, denn klar ist, wir haben noch
einen relativ großen Stand an Langzeitverletzten. Also wir können ja jetzt bei Zellner, Uaferro, Bösel nicht sagen, die werden jetzt unmittelbar wieder zur Gruppe dazustoßen. Und umgekehrt muss man jetzt sagen, dadurch, dass Maurice auch noch auf Länderspielreise ist und Sebastian Jakob ist noch nicht wieder hergestellt, Dennis Erdmann fällt aus und wir müssen ja heute mal abwarten, was passiert aus der Verhandlung heraus noch, dann sind wir schon auch ein Stück weit wieder auf Kante genäht. Ne? Also Beispiel morgen werden wir den 20er-Kader nicht voll machen können. Insofern sollte da auch nicht mehr allzu viel passieren und dann kommt auch irgendwann der Herbst, wo du definitiv auch wieder mit Sperren zu rechnen kannst, rechnen musst, zumindest über einen kurzen Zeitraum. Insofern, ja, finde ich, hat sich die Gruppe stabilisiert, haben sich gewisse Faktoren herausgestellt, die diese Mannschaft schon auszeichnen. Mit Sicherheit das höchste Gut ist die unglaubliche Unterstützung, die wir zu Hause erfahren. Ich glaube, da hat sich über die zwei Heimsiege etwas ergeben. Da war auch ein Schulterschluss zu sehen. Nach dem Spiel in Würzburg hat kein Fan irgendwo über die Qualität unseres Spiels geschimpft, sondern eher auch anerkannt, dass wir bis zur letzten Minute alles gegeben haben, dann zumindest noch einen Punkt zu holen. Da wächst etwas zusammen, aber wir müssen vorsichtig sein, weil nochmal, Stand heute sollte nicht mehr allzu viel passieren, sonst haben wir natürlich auch wieder personelle Probleme auf einzelnen Positionen. Noch eine Frage nach einem Spieler an Sie. Bjarne Tölke macht ja, glaube ich, sein Reha-Training hier ohne Vertrag. Das läuft, glaube ich, ein bisschen über Berufsgenossenschaft. Er war bei Ihrem Vorgänger und auch in der Mannschaft hat er ein sehr hohes Standing gehabt. Er hat in diesem, ich glaube, Dreiviertelspiel, was er insgesamt gemacht hat, war er eigentlich richtig gut. Ist das jemand, den Sie so ein bisschen im Auge haben? Wie ist denn bei Ihnen der Stand? Könnte der so in 4-6 Wochen zur Verfügung stehen? Weil gerade hinten ist ja natürlich schon so, wenn Sie sagen, auf Kante genäht, trifft das ja vor allen Dingen die Innenverteidigung. Ja, aber kann ich überhaupt nicht kommentieren, weil Bjarne jetzt noch recht weit weg ist von spezifischem Mannschaftstraining. Wir haben ihm, denke ich, und das ist sehr, sehr fair, wurde auch vom Spieler so anerkannt, eben ganz klar offeriert, dass er all die Dinge, die nötig sind, um wieder auf dem Stand eines Mannschaftsspielers in irgendeinem Kader dieser Welt zu sein, dass wir ihm dort alle begleitenden Maßnahmen entsprechend auch zukommen lassen. Das tun wir nach wie vor. Aber für mich ist es derzeit überhaupt kein Faktor in der Überlegung zu sagen, Tölke kann im Verlauf der Saison eine Lösung sein. Denn dafür haben wir ihn noch kein einziges Mal im Mannschaftstraining gesehen. Und dafür kann ich eben auch überhaupt nicht die Qualität des Spielers vollumfänglich beurteilen. Da bin ich sehr, sehr ehrlich. Da spielt für mich Steven Zellner, der einen Vertrag hat, der schon sehr, sehr lange hier spielt und der gestern das allererste Mal eben auch im Kreise der Mannschaft schon wieder seine Runden gedreht hat. Der spielt für mich dort eine viel, viel wichtige Rolle, weil er eben Vertragsspieler von uns ist. Frage ich gerade mal nach, bei Zellner hieß es so Anfang November, immer ist das so die Spielfähigkeit oder ist dann eher Mannschaftstraining Anfang November? Wann rechnen Sie mit ihm so als Kaderspieler? Kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten, weil mir von der medizinischen Abteilung sehr, sehr klar mit auf den Weg gegeben wird, dass es so ideale Berechnungen von so etwas gibt, aber man immer berechnen muss, dass es auch Rückschläge in der Phase einer Reha gibt. Bis jetzt ist es so, und da müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein, aber das ist ja prinzipiell mal gut, dass er komplett im Zeitrahmen, der mal so vorgegeben wurde, ist. Sprich, es hat keinen einzigen Rückschlag gegeben, kein einziges Mal hat sich irgendwo schlimmer Wasser im Knie angesammelt, was zu einer Pause führen musste. Deswegen ist das ja jetzt erstmal sehr, sehr positiv. Aber vom Zeitpunkt heute wieder locker auf dem Rasen joggen, bis tatsächlich eine richtig ernsthafte Alternative für die Mannschaft sein, da vergeht mit Sicherheit noch Zeit. Und da würde ich mir nicht zutrauen, das auch in so einen zeitlichen Rahmen zu pressen. Das kann ich tatsächlich nicht. Und zwar in Bezug auf die Zuschauer. Im Moment sind ja 6.400 zugelassen. Bei 50%, die ja generell erlaubt wären, wären wir bei 8.000. Stehen Sie in Verhandlungen mit der Stadt? Und ja, wie sieht das aus? Sie verlieren ja eigentlich jeden Spieltag Geld. Naja, also das eine ist in der Tat sicherlich die 80%, die 50%-Regel mit möglichen 8.000. Das andere sind aber halt Abstandsregelungen, die wir einhalten müssen. Angefangen bei den Sitzplätzen im Schachbrettmuster. Und damit ergibt sich automatisch, dass wir die 8.000 nicht erreichen können. Aufgrund der Konstitution des Stadions zum einen, weil wir einen Stehplatzbereich haben, wo wir 1,50 Meter Abstand halten müssen. Und halt auf dem Sitzplatzbereich im Schachbrettmuster.
Nichtsdestotrotz sind wir mit der Stadt Saarbrücken im Austausch hinsichtlich möglicher Optionen. Wie können wir vielleicht mehr Zuschauer bekommen? Es wurde immer diskutiert oder angesprochen, das Thema 2G-Status, ob das jetzt wirklich eine Alternative ist, um mehr Zuschauer ins Stadion zu lassen. Da gibt es auch keine klare Aussage, deswegen bin ich da auch recht vorsichtig, was das angeht. Wir prüfen, ob wir gegebenenfalls einen Teil der Westtribüne vielleicht zum Spiel gegen Tokyo München aufmachen. Da ist ja noch ein Heimbereich, der gegebenenfalls mit zur Verfügung steht an der Stelle. Ansonsten, klar, hätten wir gern mehr Zuschauer im Stadion und die Nachfrage ist sehr hoch, wie man ja auf Basis auch des Kartenverkaufs jetzt diese Woche gesehen hat, wo innerhalb von knapp 2 Stunden beim freien Verkauf dann alle Tickets vergriffen waren. Und klar, wir könnten sicherlich für so ein Spiel wie jetzt morgen Abend um die 10.000 Karten verkaufen, gerade aufgrund auch der aktuellen Stimmungslage. Es gibt aber die komplette Verordnungslage halt einfach nicht her, weil das eine sind die 50% und das andere sind trotzdem die Vorgaben im Rahmen der saarländischen Verordnungslage, dass halt gewisse Mindestabstände eingehalten werden. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich herzlichen Dank, einen schönen Donnerstag und dann werden wir uns morgen Abend alle wiedersehen.